Herr Frühstück, die Vorarlberg-Ergebnisse der PISA-Studie 2019 sind jetzt bekannt. Wie erklären Sie sich dieses doch desaströse Ergebnis? Ja, desaströser ist ein bisschen überformuliert, glaube ich. Wir sind nicht signifikant besser oder schlechter als der Rest Österreichs. Wo glauben Sie denn liegen die Ursachen für dieses Ergebnis? Ich glaube, das ist relativ klar herausgekommen. Wir müssen versuchen, den Einstieg in die Schule selber zu erleichtern, damit wir dort homogenere Gruppen vorfinden. Das heißt, Frühpädagogik, im Bereich der Frühpädagogik intensive Maßnahmen setzen. Das geht aber nicht darum, welchen Schultyp wir wählen. Es geht darum, welche Möglichkeiten wir unseren Lehrern zur Verfügung stellen, wie wir mit Verstärkungslehrern umgehen, wie wir mit Förderungen umgehen, im Bereich der Sprachvermittlung und der Sprachverbesserung. Das sind die Dinge, die wir anpacken müssen. Soll es mehr Personal in den Schulen geben? Es soll das Personal geben, das notwendig ist. Ich glaube, wenn ein Lehrer erkennt, dass in seiner Gruppe, bei seinen 20 oder 25 Kindern, alles gut läuft, dann ist es unbedingt notwendig oder in Ordnung, wenn ein Lehrer bleibt. Wenn er aber Unterstützung braucht, dann müssen Stützlehrer eingesetzt werden können, unkompliziert, sehr schnell. Was sind jetzt die vordringlichsten Reformen, die jetzt gleich umgesetzt werden können und wann werden die dann wirklich greifen? Es gibt kurzfristige, mittel- und langfristige Aktionen, die gesetzt werden müssen. Man sieht ja, dass der Bund jetzt auch an Reformen interessiert ist, dass wir die Parteigrenzen überschreiten und versuchen, an der Sache zu arbeiten. Das ist einmal die Geschichte. Dann das Zweite, was können wir in Vorarlberg tun, in unserem Bundesland? Hier hat der Landeshauptmann klar erklärt, sollte herauskommen, dass wir dort noch Anstrengungen machen müssen, dann werden wir die Kraft haben, das auch zu tun. Und ich bin überzeugt, dass wir schon sehr schnell und sehr bald den eingeschlagenen Weg, nämlich im Kindergarten und der Volksschule, verstärkt Maßnahmen zu setzen, gehen werden. Und die Verbesserungen, das muss man klar sagen, wenn man sich auf PISA hinausredet, erst in 6 bis 7 Jahren. Denn dann ist diese Probandengruppe, die jetzt Verbesserungen erfährt, dort, dass sie getestet wird. Das ist aber nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist es, sofort zu helfen und den Kindern, die jetzt Verbesserungen notwendig haben, sofort Unterstützung angedeihen zu lassen.